Wir sind live bei Take Action. Heute zu Gast ist Frenzi Kühne von der grandiosen Agentur Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Hallo Lucy. Hallo Lucy, wollte ich schon gerade sagen, aber das werde ich gleich versuchen, noch rauszufinden, ob du die Lucy bist in diesem Namen. Hallo Frenzi. So. Oh, wer Hallo. bist du und was machst du? Wie erklärst du das vor allen Dingen deinen Freunden und Bekannten? Ich bin Franzi Kühne und Gründerin von Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Wir haben uns vor mehr als 6 Jahren gegründet, zu dritt, nämlich mit dem Torben und mit der gelben Gefahr zusammen. Und meinen Freunden und vielmehr meiner Familie, der ich immer wieder erklären muss, was ich eigentlich arbeite, erkläre ich das so, dass wir eine Agentur für digitale Transformation sind. Das heißt, wir machen im Wesentlichen digitale Kommunikation und helfen Marken, wie zum Beispiel der Lufthansa, damit, wie sie sich digital aufstellen müssen, auch innerhalb des Unternehmens aufstellen müssen. Gut, sollen wir mal den Namen aufschlüsseln? Also TLGG, ihr seid eine mit vielen Preisen versehene Agentur in der Zwischenzeit. A, bist du sehr jung und B, ihr habt in der Zwischenzeit, glaube ich, mehr als 100 Mitarbeiter, ja? Genau, also wir sind jetzt über 100 Mitarbeiter, sind in den letzten 2 Jahren im Wesentlichen so stark gewachsen. Und der Name sorgt natürlich immer wieder für Aufmerksamkeit. Kommt daher, dass wir zwei Gründer sind und damals 2008 uns Eierbecher gekauft haben, der Christoph und ich, das ist der Form. Und wir hatten Eierbecher auch mit den blödesten Namen, die wir finden konnten. Also Tom und Lucy waren es in der Zeit. Und die gelbe Gefahr, das ist Bruntan, der ist Asiate, der ist halt die gelbe Gefahr. Okay, ich weiß nicht, ist es Audio, war jetzt gerade ein bisschen, der Ton war ein bisschen schwach. Hast du schon erzählt, wie habt ihr euch kennengelernt und wie kam es dazu, dass ihr so eine Agentur gegründet habt? Wir haben uns 2007 kennengelernt. Da habe ich Jura studiert an der FU Berlin und Christoph saß in der Vorlesung neben mir. Wir haben uns kennengelernt, fanden uns sympathisch und er hat dann das Jurastudium abgebrochen. Ich habe noch weiter studiert und er nahm mich mal mit zu seiner Firma, wo er damals gearbeitet hat. Das war Forster Interactive, ein Online-Publishing-Gaming-Unternehmen. Und ich dachte mir schon damals, oh Gott, Online-Games halt überhaupt nichts mit am Hut. Aber bin da mal mit hingegangen und das ergab sich so, dass ich dort dann Messen organisiert habe in der Zeit und so Projektmanagement übernommen habe und bin dann mehr oder weniger so reingeraten in diese ganze Geschichte, weil ich vorher im Eventbereich neben dem Studium gearbeitet habe und so Formel 1 mitgefahren bin im Catering-Bereich. Kannte ich mich halt mit Events gut aus und das ist immer das, was ich schon gerne gemacht habe und was ich auch gut kann, das ganze Organisatorische und Strukturieren und Menschen so strukturieren und Gruppen leiten und sowas. Und dort war dann auch der hat dort auch gearbeitet im Grafikbereich und dann ergab sich das so, dass wir keine Lust mehr hatten auf Games, weil niemand von uns ist so ein Online-Gamer und es ist eine sehr spezielle Gruppe, die dort gearbeitet hat. Und in dieser Zeit fing es an mit Facebook in Deutschland nach StudiVZ. Und das fanden wir sehr interessant, dann eben loszugehen und Leute darin zu beraten, was sie mit Facebook beispielsweise machen können. So ergab sich Torben und die gelbe Gefahr. Okay. Dein Weg ins Unternehmertum. Wolltest du schon immer Unternehmerin werden? Und vielleicht sollte man auch aufschlüsseln, was hast du studiert oder? Also ich habe Jura studiert und das Ganze so 6 Semester, glaube ich, intensiv. Aber danach ergab sich halt so die Arbeitswelt. Also ich habe unglaublich Spaß gemacht, bei Foxter zu arbeiten und ich habe aber nebenher immer noch das Studium gehabt. Also dachte ich mir auch während der Gründung, ja, wenn das jetzt mit dem Gründung zurück, dann studiere ich halt weiter und mache mein Jurastudium. Also das war alles geprägt von so einer Leichtigkeit in der Gründungsphase, weil ich immer ein Fallback hatte mit meinem Studium. Und wolltest du schon immer Unternehmerin werden oder hat sich das dann so durch die Dynamik der Geschichte so ergeben? Das hat sich komplett ergeben. Also ich hatte nie vor, meine eigene Firma zu gründen oder habe das forciert. Das fühlte sich auch mehr an wie
also klingt immer blöd, aber wie so Agentur spielen. Also wir saßen da zu dritt in unserem Büro, das war alles total, total lustig und hat Spaß gemacht. Und wir haben so das Hobby, was wir eh hatten, und das Interesse, was wir hatten, haben wir dann zum Beruf gemacht. Und ich war so rückblickend auch ziemlich erstaunt, dass wir damit Geld verdient haben. Und das hat sich alles so ergeben, aber es war immer geprägt von so einer Leichtigkeit, weil wir das machen, was uns Spaß macht. Und wie seid ihr dann vorgegangen? Also als ihr dann gegründet hattet, habt ihr dann schon eine Vision gehabt, irgendwie da so eine Riesenfirma da aufzuziehen, und habt euch dann einen Plan gemacht, wie man da hinkommt, wie man das so angeblich machen soll? Nee, auf gar keinen Fall. Also wir konnten in der Zeit auch nicht absehen, was wird so das nächste Jahr über passieren, und so Vorplanungen machen, das haben wir nicht gemacht. Also wir sind organisch gewachsen, wir waren in den ersten 2 Jahren auch immer zu dritt und haben uns dann Freelancer-Unterstützung geholt, haben uns ganz lange Zeit davor auch gescheut, Leute fest anzustellen, wegen dieser Verbindlichkeit und Verpflichtung. Und das hat sich auch so ergeben, dass wir dann, nachdem wir die ersten 3, 4 Mitarbeiter hatten, dass wir dann stetig gewachsen sind, immer mit den Firmen, die wir neu dazugewonnen haben. Das heißt, danach war das Ganze nicht mit einem Businessplan, der dahinter lag, und so wie man es klassischerweise machen würde. Es bedeutet, dass ihr neue Projekte reinbekommt und dann, wenn ihr das mit der eigenen Manpower nicht mehr realisiert bekommt, dann einfach zuwächst. Genau, aber also so war es damals. Mittlerweile haben wir natürlich einen Controlling-Bereich aufgebaut und unheimlich viele Kontrollinstrumente und einen besseren Forecast, weil das Risiko einfach gewachsen ist, das so nach Bauchgefühl zu machen, wie wir es damals gemacht haben. Also mittlerweile mit 100 Leuten kann man das nicht mehr so machen. Mhm. Okay, also ihr habt dann also jetzt schon Strukturen eingeführt. Hast du denn jetzt so einen Plan, wo das so hingehen soll mit deinem Unternehmen oder mit eurem Unternehmen? Oder lebt ihr weiterhin so ein bisschen, also erstmal abgesehen von dem Controlling, so ein bisschen in den Tag hinein? Nee, so kann man das mit den vielen Leuten auch nicht mehr machen. Also wir haben eine Vision für TLG entwickelt, und das geht in den Bereich digitale Transformation. Wir stellen uns danach auf, also wir machen die Struktur danach, wie man eben so ein großes Unternehmen auch führen muss mit den Leuten, und da wird nicht mehr von jetzt auf gleich so geplant, so flexibel, wie wir es damals waren, sind wir nicht mehr. Das ist natürlich auch ein Nachteil, weil man immer mehr so zu einem Amt wird, weil du halt Strukturen einziehen musst, aber das macht das Arbeiten verlässlicher, und für die Mitarbeiter, die brauchen das einfach zu wissen, auch wo es hingeht, und verschiedene Strukturen und Prozesse. Das ist eben so die große Herausforderung, diese Waagschale zu halten, aus dem Management eben genau das nicht so groß anfühlen zu lassen für die Mitarbeiter, wie es gerade ist, sondern immer flache Strukturen, flache Hierarchien zu haben und gefühlt auch zu leben, aber eben diesen ganzen großen Apparat, der dort eigentlich hintersteht, auch zu betreiben. Du bist ja noch sehr jung. Danke. Ja, gut, im Verhältnis zu mir eh. Aber auch so doch, also für so eine Firma glaube ich schon, dass es überdurchschnittlich jung ist. Wie bereitest du dich denn so vor? Oder hast du dich so weiterentwickelt, weitergebildet in irgendeiner Form? Hast du irgendwelche Maßnahmen besucht, irgendwelche Veranstaltungen, Workshops, oder wächst auch du quasi mit dem Unternehmen langsam in deine Rolle rein? Es ist beides so. Also natürlich besuchen wir alle hier in der Firma immer wieder so Weiterbildung im Sinne von Konferenzen. Also wir fahren zu West nach Texas oder waren jetzt gerade beim Web Summit in Dublin. Solche Weiterbildung in Sachen Trends und dem, worin wir eigentlich beraten, das ist eh an der Tagesordnung. Und ich für mich persönlich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich Weiterbildung in so Führungssachen brauche. Also einfach, wie manage ich Leute, wie führe ich Leute und so. Das war dann der Hauptaugenmerk bei mir. Aber man wächst mit seinen Aufgaben auf jeden Fall. Okay. Welchen Fehler hättest du dir denn im Rückblick gut sparen können, wenn du es gleich besser gewusst hättest? Ja, ich habe lange über diese Frage nachgedacht. Und ich glaube, es gibt nicht diesen einen Fehler. Meine Mama, der hat die Frage aufgestellt, und die sagte, naja, Kind, dein Jurastudium hättest du ja nicht machen müssen. Aber auch das hat mich so auf dieses Berufsleben vorbereitet, weil ich dann gelernt habe, wie man eigentlich strukturiert arbeiten kann, wie man Sachen aufbereitet. Also selbst das würde ich nicht als Fehler ansehen. Ich glaube, man macht
jeden Tag so kleine Fehler oder geht Umwege und die sind aber letztendlich dann im Großen und Ganzen auch für irgendwas gut. Also fällt mir schwer, diese Frage zu beantworten, weil es nicht so einen großen Fehler gab, weil letztendlich waren oft irgendwelche Missgeschicke oder irgendwelche Umwege, längere Wege, die man gegangen ist, für was gut. Vorwärts scheitern, ne? Ja, genau. Was musstest du dir denn erst aneignen? Wie hat es dein Leben verändert, damit du da so klarkommst mit deiner Rolle? Oder macht dir das alles gar keine Probleme so? Ich glaube, ich musste lernen, selbstbewusst zu werden und so viele Leute führen zu können. Einfach so, dass, was wir gerade schon hatten, in die Rolle hineinwachsen und mit den Aufgaben wachsen. Also Leute führen zu können, selbstbewusst vor den Leuten auftreten zu können, auch eine Vision vorzugeben, wo es lang geht, Sicherheit den Leuten zu geben, das muss ich erst lernen. Also so, ich war immer für mich alleine mehr oder weniger und dann eben zu sagen, okay, Leute, hier in diese Richtung geht's, das war das größte Eindruck. Was würdest du sagen, dass dich das Thema digitale Transformation antreibt oder was ist das thematisch, was dich so Die Agentur natürlich das Thema, aber mich persönlich treibt an, dass ich Menschen bei der Weiterentwicklung behilflich sein kann und dass ich die Leute führen kann in den Weg, dass ich sie begleiten kann, um eine Karriere einzuschlagen, also die Wege. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten antreibt, halt die Agentur zu führen, zu steuern und die Menschen, die dort hinterstehen. Das macht mir unheimlich großen Spaß. Und ich meine, man sagt ja auch gerne, dass das so, dass man so ein Thema braucht, um so an so einem, ja, um sich irgendwie so voranzubringen, um sich irgendwie so weiterzuentwickeln. Was würdest du anderen empfehlen, dass sie so ihr Thema finden, also so das, wo sie ihre Leidenschaft reinstecken können? Hast du da irgendwie einen Tipp? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil eine Leidenschaft, die hat man oder man hat sie nicht. Also das ist so, ich würde immer sagen, das, was das Bauchgefühl einem sagt und worin man gut ist und was einem Spaß macht, das ist das, was man dann eben auch weiter verfolgen sollte. Die meisten kranken ja daran, dass sie zu viele Leidenschaften haben und dann irgendwie sich nicht richtig entscheiden können zwischen dem einen oder dem anderen. Und das ist meistens das Problem. Zwischen dem einen und dem anderen Weg sich zu entscheiden? Dann muss man da Leute von außen drauf blicken lassen und sagen lassen, das ist deine Stärke und hier geh diesen Weg weiter entlang. Also du brauchst Leute um dich herum, die dich beraten, denen du vertraust und die dir dann auch mit dir zusammen einen Pfad aufmalen und halt so die Mentorenrichtung. Das ist wahrscheinlich auch noch unheimlich hilfreich, Mentoren zu haben im Leben, denen man vertraut. Hast du noch externe Mentoren außerhalb deiner Firma? Wir haben zwei, drei Coaches, die wir immer wieder treffen zu bestimmten Themen. Aber bei uns sind die Mentoren unsere Gesellschafter. Wir haben 5 Gesellschafter in der Firma. Das sind alles unheimlich erfahrene Businessleute aus unterschiedlichen Bereichen. Also aus dem Musikbereich, aus dem PR-Bereich. Und die sind halt seit Anfang an bei uns an der Seite und betreuen halt die ganzen 6 Jahre unseren Weg. Und die sind wahnsinnig wichtige Menschen, wenn es um so Business-Entscheidungen geht, aber halt auch persönliche Entscheidungen. Verstehe. Und welches Tool, also wenn du so überlegst, irgendwie, welches Tool ist für dich persönlich so am wichtigsten bei der Arbeit und was würdest du anderen empfehlen, was sie unbedingt darauf auch zurückgreifen sollten? Kommt immer aufs Bedürfnis an. Also mein wichtigstes Tool ist mein Smartphone. Da habe ich alles drauf, alle Notizen mache ich mir damit, aber so ein wichtiges Tool kommt auf den Bedarf drauf an. Okay, was machst du jetzt im Anschluss? Wir sind schon am Ende angelangt. Ich habe heute noch eine Reihe von Meetings, die ich machen muss, zu ganz unterschiedlichen Themen. Und dann freue ich mich auf ein Feierabend, wo ich das essen will. Ich danke dir, Franzi, ganz herzlich. Ja. Und wünsche euch viel Glück für euren weiteren Weg. Dankeschön. Vielleicht sieht man sich bei der einen oder anderen Konferenz mal. Bis dahin, da draußen. Macht's gut, bye bye. Tschüss.